Ja, willkommen bei KupfTV hier im Dorf. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen, man hat es jetzt eben gerade gesehen, denke ich, des 25 Jahre KupfFest und deshalb gleich zu Beginn einmal Einladung. Diese Woche am Freitag wird es im OK ein großes Fest geben ab 19 Uhr, OK Mediendeck. Und wir haben uns heute getroffen, nicht unbedingt um eine Kupf-Jubelsendung zu machen, auch, aber vor allem, es wird ein bisschen eine Geschichtsstunde vielleicht auch passieren, aber es geht vor allem um Innen-Außen-Perspektiven dieser langjährigen Kulturarbeit und Praxis und auch wie dieser politische Kampf um Anerkennung ausgesehen hat und was jetzt vielleicht die dringlichsten Fragen der Zeit sind. Und ich möchte jetzt einmal die Diskutantinnen vorstellen und hallo und danke fürs Kommen. Andrea Hummer, Hedi Hofstadler und Richard Schachinger. Ich möchte euch kurz vorstellen, also es ist nicht ganz vollständig, das wird einfach zu lange dauern. Andrea Hummer ist Kulturmanagerin, hat Soziologie studiert, war im Vorstand der IG Kultur und auch dort Geschäftsführerin für ein paar Jahre, hat unzählige Kulturprojekte und Initiativen begleitet und betreut, mitgetragen. Unter anderem, also das betrifft auch alle, viele ehrenamtliche Tätigkeiten, bei dir zum Beispiel Verwaltungsausschuss im Freien Rundfunk Oberösterreich, Radio Froh, aber auch im Vorstand von MAIS, Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen und langjährige Begleiterin und Beobachterin der KUPF. Hedi Hofstadler von der Lokalbühne Freistadt. Dort ging ja heuer zum 24. Mal das Heimatfilmfestival über die Bühne. Und Hedi Hofstadler ist auch im Krokodilteam im Solaris tätig und sie ist langjährige Kennerin der KUPF, war auch im Vorstand der KUPF tätig und bis heute Rechnungsprüferin der KUPF. Und du warst auch Obfrau im Verein 52 und Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. Richard Schachinger, freier Kulturtäter, so ist auch deine Beschreibung auf der KUPF-Homepage. Studium der Soziologie an der JKU, seit 2003 ehrenamtliches Engagement in der freien Kulturszene für Glabruck, mitunter Vorstandstätigkeiten bei den Initiativen KV Freiwerk, Kunst- und Kulturhaus für Glabruck und Treffpunkt KV Regau und freier Radiomacher und Aktivist im Freien Radio Salzkammergut und war vor seiner Tätigkeit im Vorstand der KUPF seit letztem Jahr bereits bei einigen Medienprojekten und Kampagnen der KUPF beteiligt, 2009 im Zuge der Landtagswahlen. Genau. Ja, danke fürs Kommen. Vielleicht zu Beginn gleich einmal Ladies First, also eine Frage, die sich sicher nur aus einem subjektiven Standpunkt beantworten lässt, weil ihr die Arbeit der KUPF eben doch gut kennt, also begleitet habt über die Jahre durch das eigene Kulturengagement. Die KUPF als Dachverband vertritt ja ganz unterschiedliche Agenten und nimmt sich verschiedener Rollen an. Könnt ihr vielleicht formulieren, wie die KUPF in Oberösterreich nach außen hin in der Öffentlichkeit wirkt? Ist die KUPF jetzt etwas, das sichtbar ist, oder ist sie vielleicht doch mehr eine graue Eminenz? Wie würdet ihr das beurteilen? Also für mich ist einmal zum einen die Frage, welche Öffentlichkeit man meint. Es gibt natürlich verschiedene Öffentlichkeiten. Und wenn ich jetzt einmal sage, so die kulturinteressierte Öffentlichkeit oder sogar Personen, die im Umfeld der KUPF tätig sind, bekommen, glaube ich, sehr wohl einiges mit von der KUPF. Braucht man nur mal ansprechen, die KUPF-Zeitung, das Radio, die Radiosendung der KUPF, die Fernsehsendung der KUPF und Aussendungen der KUPF, Newsletter etc. Also da ist sie natürlich sehr präsent. Was jetzt die
große Öffentlichkeit betrifft, kann ich das sehr schwer einschätzen, glaube aber, dass sie in den normalen Mainstream-Medien vielleicht nicht so sehr oft vorkommt. Ja. Aber ich glaube, dort, wo es wichtig ist, ist die KUPF sehr wohl eine mediale Kraft. Mhm. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, die KUPF braucht auch nicht damit zu hadern, nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu sein. Wichtig sind, glaube ich, die kulturpolitischen Aufgaben, die KUPF erfüllt und wo die KUPF auf alle Fälle gehört wird. Bei den Gremien, wo es ankommen sollte, also Gott, wenn ich eben als Kulturvereinsvertreterin da sitze, dann muss ich sagen, die KUPF vertritt einfach die Interessen der Vereine und das, und da wird sie gehört. Ja, kann man da auch anschließen. Ich könnte mir vielleicht ergänzen, in der breiten Öffentlichkeit ist die KUPF immer wieder bemüht, das Profil zu schärfen, weil es ja das nach wie vor gibt, hoffentlich immer weniger, dass man mit der KUPF-Mucken verwechselt wird. Und ich glaube, dann zu ergänzen, als Teil Öffentlichkeit sind die politischen Entscheidungsträger, Trägerinnen, wo die KUPF zumindest im Kulturbereich sicher bekannt ist, dass man da des Öfteren an der Tür anklopft. Mhm. 25 Jahre KUPF, das war 1986, als ein paar Kulturvereine die Idee gegründet haben, einen Dachverband zu schaffen, der kulturpolitische Interessen vertritt. 5 Jahre später bezieht die KUPF dann ihr Büro in Linz und es geht um einen Kampf der Akzeptanz und um den auch in der Politik sichtbar zu machen. Und für die Politik war das sicher auch so, dass da ein neuer politischer Player auf die Bühne tritt, mit dem er vielleicht so nicht gerechnet hat. Könnt ihr sagen, vielleicht auch im Rückblick, wie sich aus eurer Perspektive die KUPF damals gebärdet hat? Also wie für alle, die jetzt da nicht dabei waren, was war das für ein Prozess oder für eine Anfangsstimmung? Es war auf alle Fälle Aufbruchsstimmung für die Kulturvereine am Land. Es war in erster Linie ja einmal die Gründungsvereine, waren Kulturvereine im ländlichen Bereich, in den kleinen Städten, war das ein wichtiger Schritt, um in erster Linie auch Förderung zu kriegen. Es ist da viel um Förderung gegangen und ich denke mal, es ist bis heute so, dass die KUPF nach wie vor Biss hat und die Bissigkeit, glaube ich, sie verstärkt hat. Vielleicht im Rückblick, wie habt ihr da kommuniziert? Also man hat sich in welchen regelmäßigen Abständen getroffen oder wie kann man diesen Schritt dann nachvollziehen, dass sich dann doch so ein kleiner Dachverband gestärkt hat und dann sichtbar war? Das ist doch schon 25 Jahre her. Ja. Dazu kann ich wirklich konkret nichts mehr sagen. Per Telefon natürlich, weil ja die Vereine sehr weit gestreut waren. Das ist ja von Christkirchen bis Freistadt waren die Initiatoren. Also durch informelle Kontakte auch. Also man hat sich zwar gekannt und ja, war verstreut und ganz unterschiedliche. Ja, früher hat man es ja noch mehr besucht in den Vereinen selbst. Mhm. Es war ja Aufbruchstimmung da. Die Vereine waren ja ganz frisch gegründet. Und man war ja froh, dass Gleichgesinnte irgendwo gegeben hat. Also man hat sie auf alle Fälle untereinander bestärkt in seiner Kulturtätigkeit. Aber die genauen Details, die kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war ja dann so, du hast das angesprochen, es ging ja ganz konkret handfest um einen Ort von Kulturförderung. Es war ja dann so, dass Mitte der 90er Jahren kam es dann auch zu empfindlichen Kürzungen, also nicht das erste Mal, immer wieder, aber im Kulturbereich. Und zu der Zeit entstand ja auch der KUPF-Innovationstopf. 96 war das dann, glaube ich. Kann sein, ja. Und also der KUPF-Innovationstopf ist sicher ein gut sichtbarer Meilenstein, also in seinem Nebensatz, heute noch beim KUPF-Innovationstopf geht es ja um
Kulturprojekte, die oft nicht gefördert werden, weil sie zu speziell sind oder weil sie nicht in irgendeinen Rahmen passen. Jetzt nochmal zurück zu den Anfangsjahren. Also Meilensteine sind ja nicht immer sichtbar. Was waren da für euch Geschehnisse, Situationen, die wirklich ein Gewicht hatten in der Geschichte der KUPF? Also ich muss jetzt einmal dazu sagen, dass ich ja eigentlich die KUPF erst so richtig registriert habe Mitte der 90er Jahre. Deshalb habe ich mich auch bei dieser Frage ein bisschen zurückgehalten. Andererseits denke ich mir, so ein bisschen kann man sich vorstellen, wie die Situation am Anfang war. Ja, einfach, so wie die Hedi gesagt hat, Personen, die im selben Feld tätig sind, die von sich überzeugt sind, dass sie da eine wichtige Arbeit machen, treffen sich und vereinbaren, die Rahmenbedingungen für diese Arbeit, die sie tun, zu verbessern. Ja, also das halte ich mal für einen ganz einen wichtigen ersten Schritt. Und ich glaube, dass da möglicherweise, aber das kannst du vielleicht dann noch eher beschreiben, nur gar nicht so im Vordergrund gestanden ist, so die gesellschaftspolitische Arbeit. Ja, also wirklich sozusagen, wir müssen in verschiedensten gesellschaftspolitischen Bereichen aktiv werden oder wir müssen unsere Aktivitäten mehr präsentieren. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher mal so auf der Ebene der Verbesserung der Rahmenbedingungen gelaufen ist und auch des Austauschs, ja, einfach zu sagen, was macht ihr, was machen wir, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich halte für einen Meilenstein in der Geschichte der KUPF ganz sicher diese Befassung mit der gesellschaftspolitischen Situation, einfach zu sagen, wie schaut die Welt um uns herum aus, wie wollen wir uns in dieser Welt bewegen und wie wollen wir diese Welt verändern. Ja? Und das halte ich eigentlich immer noch für eine ganz entscheidende, wichtige Aufgabe der Kulturinitiativen, die in unterschiedlicher Intensität und wahrgenommen wird. Aber es ist nach wie vor die KUPF sehr stark dafür tätig, dass diese Anliegen und diese Themen, ich nenne jetzt nur mal Antirassismus, Frauenfrage, Armut, Sicherheitspolitik, ja, unter Anführungszeichen Kritik an der Sicherheitspolitik, dass diese Themen immer wieder auch zum Thema gemacht werden. Ja. Also das ist für mich ganz, ganz entscheidend und wichtig. 2008 gab es ja die Kampagne der KUPF, wo sie auch nicht müde wird, das zu thematisieren, Kulturarbeit ist Arbeit, also dass man von diesem Klischee auch wegkommt, veranstalten eh nur Festeln und das macht Spaß und dass dieser Arbeitsaspekt, war das zu Beginn dann auch schon ein Credo, das man versucht hat, an die Politik zu vermitteln? Das war sicherlich nicht der Hauptaspekt, den man im politischen Gremien vorgebracht hat, weil grundsätzlich einmal die ganze Struktur hat aufgebaut werden müssen, besonders also in diesen 5 Vereinen. Da waren ja auch Häuser da, die erhalten werden müssen. Also die Kulturarbeit an sich, daran, glaube ich, hat man sich noch gar nicht herangetraut. Diesen wichtigen Aspekt, der ist jetzt wirklich erst im Laufe der Jahre gekommen, dass Kulturarbeit Arbeit ist und auch entlohnt werden soll dementsprechend. Das ist natürlich ein wesentliches Arbeitsfeld der KUPF jetzt, glaube ich, das weiter voranzutreiben. Das ist eines der schwierigsten Themen, weil das Ehrenamt ja hochgehalten wird. Mhm. 2011. Ja, sicher. Oh ja. Aber zu Beginn, gerade nochmal zu Beginn, also von diesem losen Haufen, also 5 Vereine, das ist wirklich an einer Hand abzuzählen, dann zu einem kleinen Dachverband, der sich etabliert, ist es dann sukzessive mit den Jahren dann doch immer mehr geworden, dass sich die Vereine, es ist nämlich noch immer nicht klar rausgekommen, wie das der Schritt zur Etablierung dann wirklich funktioniert und spürbar wird für jene, die am Anfang dabei waren.
Oder ist das so ein Prozess, den das man gar nicht so... Das war ein Prozess, der war nicht spürbar. Ja. Man hat aber sehr schnell gesehen, die Organisation bewirkt schon was. Die Kupf hat von Anfang an was bewirkt. Das war schon da. Aber dieser Prozess, der Ablauf war nicht wirklich greifbar, nur die ersten Jahre. Mhm. Nur der positive Aspekt, den hat man von vornherein sowieso kalkuliert. Und der war schon von Anfang an vorhanden. Nicht umsonst gibt es in Oberösterreich so eine Menge kleiner Kulturvereine in allen Genres. Das ist sicher auch ein Verdienst der Kupf. Ein Aspekt, der mich nur interessiert, und das wäre eher eine Frage jetzt an dich, Hedi. Die Kupf hat sich ja 1986 gegründet. 1986 war die Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten und Österreich war mit einem enormen Aufstieg des Jörg Haider und seiner Ideologie konfrontiert. War deine Erinnerung noch das ein Thema am Anfang der Kupf oder wie ist das gelaufen in der Gründungsphase? In privaten Gesprächen sicher, aber in den Kulturvereinen selbst ist auf alle Fälle thematisiert worden und politische Arbeit gemacht worden zu diesem Thema. Die KUPF selbst hat noch nicht die Kraft gehabt, politische Arbeit zu leisten. Und das war ja nicht in der Anfangsphase gar nicht angedacht. Es waren ja regionale Interessen, die man hat durchsetzen müssen. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Stimmung, auf die man dann auch reagieren aber muss. Ja. Die Vereine an sich waren sicher in den Anfangsphasen durchaus sehr politisch und sehr politisch engagiert. Die haben Themen sofort aufgegriffen und soweit es möglich war, in ihren Programmen, in den laufenden Veranstaltungen Ablauf eingebunden. Du hast ja die großen Themen auch jetzt angesprochen, die sich im Bereich durch die verschiedenen Initiativen einfach ergeben. Ich muss fast vorlesen. Die KUPF ist ja auch vieles, Interessensvertretung, Gewerkschaft, politische Vermittlerin, Streiterin und die KUPF als Dachverband, bald 130 Vereine, repräsentiert einfach ein sehr heterogenes Feld, politischer Antirassismus, Kulturarbeit von Migrantinnen, freie Medienarbeit, Fördertransparenz, Kulturförderungsgesetz und Kulturarbeit ist Arbeit, also diese Vermittlung. Und ganz spannend, du hast auch das Sicherheitspolitik angesprochen, war ja ein großer Skandal voriges Jahr beim KUPF-Innovationstopf. Denkt ihr, dass die KUPF dann auch immer wieder Reibungsfläche ist, also in Bereiche, also verschiedene Initiativen, die dann an etwas kratzen, was sonst vielleicht gesamtgesellschaftlich, also in der Öffentlichkeit, okay, es ist schwierig, die Öffentlichkeit zu definieren, also der Politik dann immer wieder nahe tritt, unbequem ist? Wie würdest du vielleicht das? Also man hat es ja erkannt, damals bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen, auf welche Themen die ÖVP mit sehr drastischen Sujets im Wahlkampf, mit Messer etc. und auch FPÖ da gesetzt haben und dann die Reaktion von Seiten der Politik auf den KUPF-Innovationstopf. Was ist das für ein Kampf, würdest du vielleicht sagen? Ja, und vorher noch vielleicht, also ich finde das eine Mordsqualität auch von der KUPF, also wirklich diese Neugierde über die Jahre jetzt beibehalten zu haben, weil das war schon gefallen ist, das ist ja eine Ausdehnung der Kulturfelder und dieser Kampffelder und das Thema Sicherheit ist eines davon und das ist etwas, was, soweit ich das beurteilen kann, für mich ist das sehr vieles von der Zeitgeschichte, ist das was immer wiederkehrt, dieser Prozess aus einer doch eher oppositionellen Haltung heraus, dann aber gegenüber die Fördergeber, Geberinnen halt dann wieder doch wieder so quasi partnerschaftlich irgendwo am Verhandlungstisch zu sitzen. Das ist ja zu einem gewissen Grad ein Widerspruch. Die KUPF hat das
macht beides. Ja. Mhm. Und von daher ist das eigentlich, das, was letztes Jahr passiert ist, genauso ein Fall, wo eigentlich Innovationstopf ein Förderinstrument ist, gleichzeitig aber dann Themen daherkommen, eben aus diesem ganzen Netzwerk der KUPF, die dann halt offenbar da trotzdem Sanktionen hervorrufen seitens des Landes. Und das ist etwas, was die KUPF meines Erachtens auch stark charakterisiert, ja, diesen Prozess. Der ist immer wiederkehrend zu einem gewissen Grad. Als Beobachterinnen der KUPF, wie habt ihr diesen Skandal wahrgenommen? Würdet ihr sagen, dass der Skandal beim KUPF-Innovationstopf jetzt doch gut sichtbar war, also diskutiert worden ist in einer breiteren Öffentlichkeit? Oder war das dann doch eher für die Betroffenen ein großes Thema und aber halt auch begrenzt von der Bedeutung her? Also ich würde jetzt einmal wieder halt sagen, wenn man die Öffentlichkeit, ich glaube, es hat weder meine Mutter noch mein Vater, die beide in Wels leben, sehr gekratzt. Ja, also diese normale Öffentlichkeit, aber ich glaube, in der Kulturöffentlichkeit ist das, glaube ich, nicht nur in Oberösterreich registriert worden, sondern sehr wohl über diese eng gesteckten Grenzen hinaus und hat auch Proteste hervorgerufen und sehr zu Recht natürlich hervorgerufen, weil es eigentlich Ungeheuerlichkeit ist, wenn man etwas zusichert, dass es halt eine Vergabe von Fördermitteln mittels Jury gibt und plötzlich dann im Nachhinein seitens des Landes diese Zusicherung eigentlich wieder zurückgenommen wird. Das verweist eigentlich fast auf mehr als nur auf das Thema Sicherheitspolitik. Ja. Das war der Anlassfall und der Aufhänger, aber es verweist auf einen Umgang von Fördergebern halt teilweise mit den Initiativen, die sie fördern. Ja. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil im Grunde hinter diesen Förderungen sollte natürlich ein demokratiepolitischer Anspruch stehen. Den nimmt man aber in diesem Augenblick mittels Zensur wieder zurück. Ja. Und so auf deine Frage nur einmal, ob das registriert worden ist, quasi zugespitzt, sehr wohl in Oberösterreich, im Kulturfeld, nicht nur im Feld der Kulturinitiativen, sondern in allen relevanten Feldern, die in diesem Bereich tätig sind. Auch in der Politik, auch in der Administration ist dieser Protest angekommen und auch über Oberösterreich hinaus. Dem kann ich mich durchaus anschließen, ja. Wie immer so eine breite Öffentlichkeit bei solchen Themen, was bei Kulturthemen nicht zum Finden. Und auch nicht unbedingt so notwendig, glaube ich. Richard Schachinger, im Vorstand der KUPF ein Themenfeld, das du beackerst mit einer Kollegin Nicole Honeck von Pangea, ist die sogenannte Guttenbrunn-Erklärung. Also ich glaube, ein Text, ein politisches Grundsatzpapier, das jetzt nicht unbedingt bekannt ist? Das ist der Arbeitstitel, wie es jetzt lautet, weil die Guttenbrunn-Erklärung, die hat es Anfang der 90er Jahre gegeben. Die ist da so quasi historisch verortet, eben in diesem Kulturkampf, den da die FPÖ mehr oder weniger hervorbeschworen hat. Und das war halt ein Sammelsurium an Positionen, die erstmals da veröffentlicht worden sind, in dieser geballten Form. Ja. Das kann man heute noch auf der KUPF-Homepage nachlesen. Und das war vor 2 Jahren eine KUPF-Vorstandsklausur, wo halt das thematisiert worden ist, dieses Papier eben wieder aufzugreifen und dann halt grundlegend zu überarbeiten, weil freilich da jetzt knapp 20 Jahre vergangen sind und demnach auch also die Formulierungen, Themen, der Diskurs ist ja weitergegangen, das alles nochmal aufzugreifen und zu aktualisieren. Und aktuell arbeiten wir, also die Nicole Honeck und ich, daran, da, diesen Prozess wieder aufzuwärmen. Und wir haben einen Artikel geschrieben in der aktuellen KUPF-Zeitung, kann man nachlesen. Da ist das aktuelle Schlagwort ist da die Interkultur, wo wir uns anlehnen am Markt. Der Gesied ist eigentlich, den wir auch einladen wollen nächstes Jahr dann. Das ist so quasi die Schiene, die wir da fahren möchten. Interkulturbegriff, also es gibt ja schon
ziemlich interessante Probleme mit dem Kulturbegriff an sich. Er war ja auch immer Thema bei der KUPF, wie kann man Kultur auslegen als Vertreterin, welche Position nimmt sich da die KUPF? Vielleicht, du müsstest bitte den Interkulturbegriff ja, also ein bisschen näher bringen. Ja, ohne das jetzt zu breit zu treten, aber also, ja. Marc hat gesehen, das hat den Begriff jetzt nicht erfunden, sondern hat schon existiert, aber besetzt ihn jetzt neu. Und auch etwas, was für uns sehr spannend ist, jetzt als Institution KUPF auch, ist eben eine Forderung von ihm, eben Institutionen in jeglicher Hinsicht barrierefrei zu gestalten. Also antidiskriminierender Ansatz. Und ja, das ist etwas, also das, was dahinter steckt, ist so quasi, dass diese ganzen Schubladen, in denen man Menschen eben tendenziell steckt, halt als solches einzureißen sind, so haben wir das formuliert. Und da eine selbstreflektorische Arbeit notwendig ist, um da Organisationen eben barrierefrei zu gestalten. Und das ist halt eine Arbeit, die nicht von heute auf morgen passieren kann, sondern ein längerwieriger Prozess da ist. Und wir uns da halt darauf konzentrieren, das in den nächsten Monaten halt dann noch umzusetzen, probieren. Ist der Interkulturbegriff für dich jetzt als Kulturarbeiterin und bist ja auch in verschiedenen Projekten, ist das gerade auch so ein Thema, das in verschiedenen Diskursen schwirrt? Also, oder die man andenken muss oder sich überlegen muss? Ich glaube, dass ich kenne das Buch nicht, ich habe nur kurz drüber gelesen von Marc Terkesidis, also das erscheint mir schon durchaus plausibel und interessant. Ich glaube nur, dass es sehr wichtig ist, überhaupt mit dem Begriff der Kultur sehr vorsichtig umzugehen und das auch immer wieder zu problematisieren und zu thematisieren. Weil, also ich kann mich gut erinnern, wie Geschäftsführerin war der IG Kultur Österreich, gab es ja eben diese Kulturkampfdebatte in den Freiheitlichen, die haben das eigentlich auch schon vorweggenommen, was dann nach den Anschlägen in New York sehr breit diskutiert worden ist, dieser Kulturkampf. Die IG Kultur hat damals gemeinsam mit der KUPF eine Studie in Auftrag gegeben, wie dieser Begriff der Kultur sie in Österreich verfestigt und eigentlich mehr und mehr verwendet wird als Ersatz für das Wort Rasse. Also das heißt, feste Zuschreibungen von bestimmten Eigenschaften an bestimmte Personengruppen, die benennt man dann mit Kultur und tut so, als wäre das quasi fast naturgegeben, ja, also nicht mehr veränderbar. Ja, und das ist ein Thema, was ich für sehr interessant halte und wo auch die KUPF immer wieder sehr viel getan hat. Ja, wenn es jetzt wie bei Marc Terkesidis darum geht, Organisationen barrierefrei zu machen, ja, also ich gehe davon aus, dass er damit meint, dass Organisationen halt durchlässig werden für bestimmte Gruppierungen, seien es jetzt Migrantinnen, Migranten, seien es einfach Gruppierungen, die nicht vertreten sind in den Organisationen, dann halte ich das für einen sehr wichtigen und sehr interessanten Ansatz. Mhm. Transparenz, genau. Die Veronika Leiner, ich habe es heute in einer 20-Jahre-Publikation gelesen, hat die KUPF als Transparenzpolizei beschrieben. Das ist sehr nett. Bei der Guttenbrunner-Erklärung, da geht es ja quasi um ein Update. Okay. Und wenn man jetzt an die Kulturarbeit denkt, wird, was dann bei der Politik ankommt, sind oft die Erfolge der sogenannten Creative Industries. Ist das eigentlich auch ein Thema, dass man vielleicht freie Kulturarbeit von Creative Industries, also das ist ja miteinander verschränkt, hat aber ganz andere Zugänge. Ist das auch ein Thema, oder? Also bei der KUPF direkt ist das immer wieder Thema, aber es ist jetzt kein Schwerpunktthema. Ich weiß zum Beispiel, die Kulturisse hat einmal eine ganze Schwerpunktausgabe zum Thema gemacht. Also gerade diese Creative Industries, das hat sehr viele Schattenseiten. Andererseits hängen da halt auch wirklich viele Kulturschaffende und Künstlerinnen direkt oder indirekt drinnen. Ja, aus einer wirtschaftlichen, neoliberalen Perspektive ist das natürlich äußerst reizvoll.
Aber ansonsten ist das jetzt nicht, wie gesagt, kein Schwerpunktthema aktuell, zumindest, soweit ich das blicken kann. Ganz nett. Was ja in der politischen Philosophie des Anarchismus zum Beispiel ein Klassiker ist, liegt auch jetzt zu modernen Protestbewegungen zugrunde, Web 2.0, also lose Kollektive, die dadurch durch ihren temporären Zusammenschluss situativ immer so Durchschlagskraft bekommen. Und dann gibt es, wenn man es jetzt gegenüberstellen mag, die KUPF als Gewerkschaft, 25 Jahre Dachverband. Die KUPF ist auch selbstironisch genug, um sich als sexy, unsexy, aber verlässlich zu beschreiben. Ist, wenn wir jetzt bei dem Begriff Unsexiness bleiben, das wirklich ein Problem oder für die KUPF? Wie würdet ihr auch die Sicht auf die KUPF, also aus dieser gewerkschaftlichen Position, beschreiben? Also ich weiß jetzt nicht, ob die KUPF, also sie ist, das würde ich schon teilen, sie ist jetzt nicht besonders sexy, das ist für mich aber in politischen Zusammenhängen, vielleicht in anderen schon, aber in politischen Zusammenhängen meistens weniger wichtig. Ich finde es einfach sehr interessant, wenn man über die Jahre, so wie es die KUPF macht, drei Bereiche eigentlich sehr gut vereint. Ja, das eine ist dieser Service-Charakter, wo sie halt einfach Serviceleistungen anbietet, um Mitgliedern das Leben zu erleichtern. Ja. Der zweite Bereich, so die Rahmenbedingungen zu verbessern, unter denen Kulturarbeit hier in Oberösterreich passiert und vielleicht sogar darüber hinaus passiert, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Und das, was ich zuerst schon gesagt habe und was mir halt sehr wichtig ist, auch diese gesellschaftspolitischen Themen weiterzutragen, weiterzutreiben, Kulturinitiativen anzuregen, da vielleicht auch noch mehr zu tun in diese Richtung. Das mag alles unsexy sein, aber ich finde es einfach sehr wichtig und von daher stehe ich auf die KUPF. Und zum Vergleich mit neuen, schnellen Bewegungen, die halt irgendwie dann das eine oder andere auch umsetzen, ich halte das für sehr gut, sehr relevant, finde aber auch trotzdem, es ist sehr wichtig, dass es so etwas Beständiges gibt wie die KUPF, die über die Jahre, nicht nur die KUPF natürlich, sondern auch andere, die über die Jahre aktiv bleibt, sich auch erneuert. Die KUPF ist nicht eingeschlafen, ja, also, sondern sie versucht wirklich da am Ball zu bleiben und sich auch immer wieder mit neuen Ideen in das Tagesgeschehen, in das politische Geschehen einzubringen. Also würde ich jetzt nicht sagen, die KUPF steigt gleich schlechter aus gegenüber neueren, schnelleren Bewegungen. Du hast von der Bissigkeit erzählt, gleich zu Beginn. Ich glaube, das ist die KUPF nach wie vor. Eben hat aufgrund der Weiterentwicklung und auch der Themen, denen sie die KUPF Gott sei Dank angenommen hat, die Kulturvereine, die Einzelnen teilweise ja nicht bearbeiten können. Kulturpolitische Arbeit bedeutet ja Information, bedeutet Zeit haben. Und das haben die Vereine, wie wir sind, wahrhaftig nicht. Und da muss man jetzt sagen, die KUPF erfüllt da einen wichtigen Teil unserer innersten Überzeugung, macht es transparent. Also die KUPF hat sicher für uns Vereine am Land einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet bis jetzt und ich sehe einfach diese permanente Weiterentwicklung. Vielleicht kann man ein bisschen, kommt ein bisschen Wehmut auf, weil dieser Blick auf die Vereinsarbeit der einzelnen Vereine nicht mehr so stark vorhanden ist, oder diese Vernetzung. Es hat einmal eine Zeit gegeben, vor einigen Jahren, vor 10 Jahren, da hat die KUPF sich stark gemacht, die Vereine in den einzelnen Regionen zu vernetzen.
was natürlich sehr arbeitsaufwendig ist, sowohl für die Kupf als auch für die Vereine. Der Verein hat eh schon wenig Zeit. Und dann auch noch einmal die Vernetzung zu betreiben. Es wäre natürlich ein wichtiger Faktor gewesen, aber es scheitert an der Zeit und an finanziellen Mitteln. Aber gab es da einen besonderen Anlass für die jeweils zusätzlichen Regionalvernetzungen, ein Thema, das euch beschäftigt hat? Oder? Na, da hat es Treffen gegeben, die KUPF hat initiiert, Treffen in den einzelnen Regionen, wie im Region Mühlviertel, ein Teil des Mühlviertels. Er hat sich am Anfang auch ganz gut angelassen, aber es ist halt schnell der Atem ausgegangen bei den Vereinen und natürlich bei der KUPF auch teilweise. Wäre vielleicht ein wesentlicher Punkt noch, die Stärkung in den Regionen wieder voranzutreiben. Das ist ja ein Dauerbrenner im KUPF-Vorstand. Ich glaube schon seit über 2 Jahrzehnten Dauerbrenner. Ich finde es auch noch wichtig, dass man halt, um das jetzt nicht quasi zu einer Belangsendung der KUPF verkommen zu lassen, ja, man natürlich auch über Kritikpunkte nachzudenken, ja, was könnte noch besser gemacht werden. Ja, das tut die KUPF ohnehin, ja, aber ich glaube, dass es auch gerade ein 25 Jahre Jubiläum auch Zeit dafür ist, halt darüber nachzudenken, wie kann man es noch besser machen. Ja. Und es gibt natürlich auch Kritikpunkte an der KUPF, auch an den Kulturinitiativen, die aber immer natürlich, das ist für mich Voraussetzung, mit einem Blick der Sympathie irgendwie gezogen werden sollte. Ja. Ich finde es zum Beispiel extrem schade, dass es sehr viele Initiativen gibt, die etwas machen, so geht es ja mir auch oft, und man kriegt eigentlich kaum ein Feedback. Ja. Man kriegt eigentlich kaum jemanden, der sagt, das war schlecht. Ja. Also ich rede jetzt fast eher nur von einer Kritik, einer schlechten Kritik oder einer fundierten, kritischen Kritik. Mhm. Und das wäre zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde, dass die KUPF noch ein bisschen vorantreibt. Ja. Weil ich glaube letztendlich, wenn eh immer alles in Ordnung ist, ja, und immer finden eh alles super, dann geht auch nichts weiter. Ja. Ich glaube, dass diese Reibungsflächen, wo du auch zuerst das Wort verwendet hast, finde ich ganz wichtig und finde ich auch innerhalb der KUPF ganz wichtig, dass da gegenseitig Reibung gibt und dass man sich nicht so immer nur selbst beweihräuchert, es ist alles ganz super, was wir machen, sondern es ist auch manchmal nicht so super. Aber denkst du da, dass eine stärkere Regionalvernetzung ein Mittel wäre, um besser zu beschätzen, wissen, was der andere, die andere macht und Feedback zu geben? Vermutlich ist auf einer kleinteiligeren Ebene, also eben eine regionaler Ebene, leichter, aber man kann das durchaus quasi auch aus der KUPF heraus irgendwie so Besprechungen machen oder so, wo man halt einzelne Kulturprogramme kritisch beleuchtet, zu Diskussionen einlädt, um auch einzelne Beispiele vielleicht herauszugreifen und zu kritisieren. Ja, wir haben kaum eine Kritik in diesem Bereich. Wir haben überhaupt kaum Kritik, was den Kulturbereich betrifft, weil wenn man sich Medien anschaut in Oberösterreich, das ist ja auch alles schon verbandelt mit den Kultureinrichtungen, da gibt es ja kaum Fundiertes und das ist ein bisschen unbefriedigend auch für die Leute selber, die was machen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Wie ist das? Du bist ja aus der Praxis jetzt in ganz verschiedenen Kulturvereinen, auch richtiges Konglomerat ist es. Wie siehst du das Problem der Regionalvernetzung? Also aktuell, was du ansprichst, ist in Vöcklabruck, da haben wir halt regelmäßige Austauschtreffen. Das sind 12, 13 Kulturvereine, die sich da regelmäßig treffen. Ist aber auch einem konkreten Anlass geschuldet, wie so oft wenn Vernetzung wirklich funktioniert, ist oftmals ein Thema oder konkreter Anlass dahinter. Da geht es bei uns um das Kunst und Kultur aus Vöcklabruck. Und was ich beobachte, ist, dass das Wort, also Vernetzung, ist ein hehres Ziel, finde ich, und nicht
ist aber so quasi, bleibt leider oftmals eine Worthülse. Man merkt, es funktioniert dann am ehesten wirklich, wenn so quasi Anlass ist. Ich meine, dieser Vorschlag, so quasi Programme im Sinne einer konstruktiven Kritik auszutauschen, das wäre zum Beispiel so ein Anlass. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit anzuregen, um sich anderswo zu treffen. Ich weiß, in Linz gibt es ja das Kartell, was sie regelmäßig trifft. Mhm. Und ich glaube, in Freistadt hat es ja auch so also eine Vernetzungsplattform da mal gegeben. Hat es gegeben, aber die hat sie leider aufgelöst. Mhm. Aus personellen Gründen. Mhm. Da wäre es wirklich notwendig gewesen, dass zumindest 20-Stunden-Kraft sich darum kümmert. Hat es ein Projekt gegeben dazu, wäre sicherlich gerade inhaltlich, vom Inhaltlichen her für die Vereine Aufschwung gewesen. Mhm. Die würde nicht einmal von Kritik gehen, sondern es befruchtet einfach. Ja, gemeinsame Aktivitäten. Glaube ich schon, dass das wieder Neues in die Vereine reinbringt. Da kommt es ein Know-how-Austausch im Endeffekt. Also, aber zum Teil passiert es ja auch durch die geografische Nähe, Alte Schule Guttau, Lokalbühne Freistadt, das Freie Radio Freistadt. Also das sind ja auf sehr engem Raum. Vielleicht ist das so eine Art Betriebsblindheit, denke ich mir manchmal, dass die Regionalvernetzung passiert, aber man sich dessen oft gar nicht so bewusst wird. Kann das auch sein? Dass man quasi nicht drüber reden muss, weil es Alltag ist? Ja, kann man schon gut vorstellen. Also allein die Terminkoordination, also die kann man mehr oder weniger direkt oder indirekt machen, aber wenn wir ein Regelkonzert machen, hat das wenig Sinn, wenn gleichzeitig ein Vöcklerbruck Konzert ist, wenn das 3 Kilometer auseinander ist und solche Geschichten. Also das passiert dann eigentlich vielleicht ist dann in der Praxis oftmals so, dass das unausgesprochen bleibt. Das hat natürlich schon eine andere Qualität, wenn dann wirklich Treffen auch stattfinden und dann um ganz andere Themen auch verhandelt werden können bei solchen Treffen. Ja. Wir nähern uns schön langsam dem Ende der Sendung. Vielleicht, ich würde gern eine polemische Frage auch stellen. Wer braucht die Kupf? Also am Anfang ist es oft so, gerade bei Vereinsgründungen notwendig. Expertin, man geht dahin, kann sich beraten lassen, vielleicht auch in Folge noch. Aber dann im Endeffekt, wenn sich ein Verein konstituiert, dann geht er seinem Geschäft nach. Und ist die Kupf jetzt, würdet ihr sagen, in der Alltäglichkeit dann spürbar? Braucht man sie oder? Es wäre schön, wenn wir sie nicht brauchen würden. Aber eigentlich das Ziel der Kupf ist ja die Selbstzerstörung. Also, dass sie sich auflösen kann. Und werden wir nicht erleben wahrscheinlich. Aber. Vermutlich nicht. Ja. Nein, also ich glaube einfach, dass es gegenüber auch der Administration, gegenüber der Politik ein wichtiges Instrument ist, um immer wieder klarzumachen, dass Kulturarbeit unter Rahmenbedingungen passiert, die nicht tragbar sind und dass diese Rahmenbedingungen verändert gehören. Ja. Dieser Servicebereich, den du angesprochen hast, auch, der betrifft natürlich auch nicht nur die Gründungsphase. Es gibt im Lebensverlauf eines Projekts immer wieder den Bedarf, Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Und was die gesellschaftspolitischen Themen betrifft, fürchte ich, werden wir auch noch nicht sehr bald in der idealen Gesellschaft landen, wo ohnehin alles das, was wir uns wünschen, an gerechter Gesellschaft oder was auch immer, umgesetzt ist. Also ich fürchte, die Kupf wird es noch länger geben und wird es noch länger geben müssen. Ja, kann mich total anschließen. Ich finde auch, dass also gerade in der alltäglichen Arbeit von Kulturvereinen, KIs, ist Service und auch Feuerwehrspielen sicher ein Thema. Aber auch dann in Zeiten, wo es um Reibungsflächen geht und wo es mal nicht so rund läuft, ist, glaube ich, die Kupf einfach eine große Bande im Sinne von organisiert euch, wo man dann auch ein anderes Gewicht auf das Feld tragen kann, als wie wenn das einzelne Kulturvereine auszufechten hätten. Bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Und in dem Sinn kann man da anschließen, es wird die Kupf noch lange brauchen. Weitere 25 Jahre, wie schaut die Prognose? Ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren
für die Vereine ohne die Kupf so gut weiterlaufen wird. Das ist natürlich nicht alles optimal, aber die Rahmenbedingungen hat die Kupf geschaffen und ich bin mir sicher, dass die nächsten 25 Jahre noch keine Optimierung der Gesellschaft vorhanden sein wird. Das ist auf alle Fälle eine Notwendigkeit. Mhm. So viel zum Reality-Check. Ein Bild, das immer wieder kursiert, ist die fehlende Nähe der Kupf zur Basis, also zu den einzelnen Vereinen. Man hat dann oft das Bild, ja, die sitzen in Linz und gehen auch ihren Geschäften nach. Und ist die Frage der Kupf und ihre Nähe zu den Vereinen, ist das eine Notwendigkeit, wo durchaus Kritik angebracht ist und wo es noch viel zu tun gibt? Oder ist das so ein Bild, das ja, vielleicht nicht stimmt, überbewertet wird, weil es eben so ein Bild ist, auch das im Kopf funktioniert, aber was ist da euer Empfinden, also in der alltäglichen Kulturarbeit auch? Ich kenne dieses Bild zu wenig, ich kann mir vorstellen, dass es solche Bilder gibt, dass es auch vielleicht Unzufriedenheit gibt. Ich kenne das aus der IG-Kultur, ja, immer dieser Zentralismus. In der IG-Kultur Österreich ja ungleich schwerer, weil geografische Distanzen zu überwinden sind, die es natürlich in Oberösterreich in der Form nicht gibt. Also ich habe als Geschäftsführerin der IG-Kultur Österreich erstmals begriffen, wie groß Österreich ist. Und das ist einfach nicht zu bewältigen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Problematik gibt da in Oberösterreich. Ich würde die Kritik ernst nehmen und würde versuchen, Strategien zu finden, diese weiten Wege zu überwinden. Wahrscheinlich macht es die KUPF auch. Das kann ich einfach zu wenig beurteilen. Aber was war bei der IG Kultur, was waren eure Strategien zum Beispiel? Also ich muss ehrlich zugeben, wir haben uns da nicht wahnsinnig viel einfallen lassen zu dem oder ist nicht, weil wir es nicht ernst genommen haben, sondern wir haben einfach keinen Weg gefunden. Ich bin zwar damals sehr viel herumgereist, aber es war mir dann relativ schnell einsichtig, dass das nicht der Weg sein kann. Ja? Wenn man von Wien nach Bregenz 8 Stunden braucht, dann ist es schwierig, quasi das immer wieder zu tun. Ja? Ich habe halt versucht, in allen Bundesländern einmal zu sein, innerhalb von einem relativ vernünftigen Zeitabstand. Wir haben auch Ländervertretungen gehabt, also die KUPF ist ja seit damals auch in der Ländervertretung der IG Kultur. Das heißt, es gibt diese Treffen mit den Bundesländern, ja, aber weiter als auf die Bundesländerebene ist es dann auch nicht gegangen. Ja, also, und ich schätze mal, bei der KUPF gibt es ein ähnliches Problem und es ist entweder was, wo man viel Hirnschmalz investieren muss mit ungewissem Ausgang, ja, möglicherweise mit dem Ausgang, dass man gar nichts findet, aber die Kritik ernst nehmen als erstes finde ich einmal nicht schlecht. Ja. Anschließen. Ich finde zudem, dass ja, das ähnlich wie zuvor, das ein Thema ist, was die KUPF schon lange beschäftigt und auch aktuell wieder beschäftigt, das meines Erachtens auch zu einem gewissen Grad strukturell geschuldet ist. Es ist bei dir mir gefallen, dass da natürlich hauptamtliche Ressourcen da sind, die es dann gerade in ländlich geprägten Regionen kaum oder gar nicht gibt, wo dann von daher schon mal dieser Zentralismus so quasi ein bisschen angefeuert wird. Ich kann nur sagen, die KUPF nimmt es ernst und wir sind aktueller wieder am Ausdüfteln, was da für Modelle gibt. Es ist ja schon einiges probiert worden mit den Regionaltreffen und. Aber es ist auch immer zweischneidig, weil Regionaltreffen, wenn man irgendwas auf Aufdruck die KUPF kommt halt, ist das manchmal auch nicht so super. Also das ist so, das muss ich gut überlegen und ja, das, die Lösung in dem Sinn wird es da nie geben, offenbar. Aber Modelle, die ganz gut taugen, auf der Suche sind wir da auf alle Fälle.
Wahrscheinlich braucht es ja immer wieder ein Thema, das regional einfach. Ja, also zum Beispiel, wenn ich es kurz anzufügen darf, das war zum Beispiel jetzt bei den Kampagnen. Also da bin ich zur Kupf dann eigentlich gestolpert, weil diese Kampagne 2008 Kulturarbeit ist Arbeit, wo das einmal versucht worden ist, die komplexe Kulturarbeit runterzubrechen, auf diese Comics zu verbildlichen und in die Regionen zu gehen und das einmal aufzuarbeiten. Da habe ich schon gespürt, also so, dass das sehr viel Kulturschaffende angesprochen hat und sie damit identifizieren haben können. Und das war schon so. Ich habe es sehr spannend gefunden, diese Form. Also natürlich auch diese Kampagne, also quasi so ein geballtes Hinausgehen. Ja. Das hat, würde ich sagen, das hat gut funktioniert. Ja. Also durchaus auch für Kulturarbeiterinnen und Arbeiter identitätsstiftend, dass man sich das selber auch quasi vor Augen führt. Definitiv so stehen lassen. Ja. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Kampagne ist eins, Regionaltreffen was anderes. Mal schauen, was da noch uns zukommt. Wir haben schon angekündigt, am Freitag gibt es ein großes Fest im OK Mediendeck in Linz ab 19 Uhr, KUPF 25 Jahre. Also es ist so lange, dass man sich schon wieder fast Gehirntraining machen muss, um sich zurückzuerinnern, wie alles begonnen hat. Aber vielleicht, wir waren uns auch schon einig, dass es noch mal 25 Jahre dauern wird. Aktuell hat die KUPF Themen wie Interkultur, politischer Antirassismus. Was wünscht ihr der KUPF jetzt in den nächsten Jahren? Was gebt ihr der KUPF mit auf dem Weg, wo ihr selbst Teil der KUPF seid und oder Beobachterin der KUPF? Also ich wünsche mir einfach von der KUPF Kritik, Reibungsflächen, Kampf, Aufschrei, ja, diese ganzen Dinge, die dazu führen, hoffentlich, dass es den Kulturinitiativen besser geht, dass die Rahmenbedingungen verbessert wird und dass die Welt insgesamt besser wird. Ganz naiv. Also einen Kupfrebell. Ja. Ja, einen langen Atem. Mut und dann vor allem auch, dass das beibehalten wird, das ist auch dieses Selbstkritische immer wieder durchlüften und auch ja, frech bleiben und frech sein. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube auch bissig, weiterhin bissig bleiben und nicht den Kontakt zur Basis verlieren. Gibt es da vielleicht auch einen Kritik? Vorschlag, Anregungen zum Thema, den Kontakt zur Basis aufrechtzuerhalten? Ja, das wäre natürlich ein großer Wunsch, gerade wieder mehr den Kontakt eben zu den Mitgliedern zu forcieren. Wir wissen aber, wie schwierig das ist und wir hoffen wir, dass es eine Lösung gibt, die für alle Beteiligten wieder mehr Verbundenheit mit der KUPF erzeugt. Die Vereine, die neu dazukommen, haben, glaube ich, nicht mehr diese Verbundenheit wie Vereine aus dem Altbestand. Der Dachverband wächst und wächst, also jetzt sind wir bei kurz knapp 130, 126. Ricky Müllecker vom Büro hat sich beim letzten Interview viele neue Kinder gewünscht, also in Form von Kulturvereinen, also das wird ziemliche Herausforderung, diese neuen dann immer wieder, ja genau, also an die Basis zu führen. Ja, am Ende der Sendung Empfehlung noch, die aktuelle KUPF-Zeitung befasst sich auch natürlich mit verschiedenen Reflexionen, was Gründungszeit und auch Ausblick auf die Zukunft bedeuten kann und ist gerade druckfrisch herausgekommen. Und ja, wir wünschen uns natürlich, so viele Mitgliedsvereine und Interessierte auch am Freitag dann zu treffen. Ja, dann danke und bis bald.